Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu unserem Warm-up. Dieses Warm-up kannst du für alle unsere Home-Videos verwenden, egal welches Workout du machst, ob jetzt Bauch, Rücken oder unser klassisches Full-Body-Workout. Wichtig ist immer, mach dich vor deinem Training ein bisschen warm, wärme deine Muskeln auf, deine Gelenke, deine Bänder, und damit du dann auch richtig schön durchstarten kannst. Öffne deine Füße ungefähr hüftweit und setz dich einfach erstmal nur tief und komm wieder nach oben. Nimm dabei deine Arme mit und streck die Oberarme neben die Ohren. Versuch deine Hüfte weit nach unten zu bringen, idealerweise auf Kniehöhe. Wir bringen jetzt noch eine Bewegung dazu, und zwar machen wir einen Schritt nach rechts und du gehst hier tief und kommst wieder hoch. Das Ganze nach links. Einmal tief und hoch. Damit deine Herzfrequenz jetzt ein bisschen nach oben geht, bauen wir hier einen kleinen Sprung ein. Das heißt, du springst zur Mitte und setzt dich nach rechts. Springst zur Mitte und links. Tief, hoch. Und setzen. Drück dich weit vom Boden ab und setz dich weit nach unten. Wenn du nicht springen möchtest, bleib einfach hier in der Bewegung und nach unten. Dann bleib beim nächsten Mal auf der rechten Seite stehen, setz dich tief, wipp dich nach unten, press deine Hände vor der Brust zusammen. Richte den Oberkörper auf und dann stopp einmal unten. Versuch den Oberkörper noch mal weiter aufzurichten, halte hier und dann komm einmal nach oben, Arme nach unten. Komm einmal tief und dreh dich einmal nach unten. Berühre diagonal mit deinen Fingern deine Fußspitze. Tief und hoch. Dreh dabei deine Brustwirbelsäule und streck den anderen Arm zur Decke. Einmal mehr pro Seite und dann einmal stopp, nach unten zur Mitte, einmal tief hinten. Dann stopp einmal, roll dich nach oben. Roll die Schultern zurück, nimm die Füße wieder zusammen. Wir starten mit einem Jumping Jack, also mit einem Hampelmann. Einmal die Beine öffnen, Arme nach oben. Wenn du nicht springen möchtest, dann wechsel in die einfache Option und lauf einfach nach außen und wieder zusammen. Das ist eine einfache Option, oder du springst einen kleinen Sprung nach außen. Für deine Koordination bringen wir noch eine Bewegung dazu. Und zwar jedes Mal, wenn du die Beine öffnest, kommst du nach unten und bringst diagonal deine Fingerspitzen zur Fußspitze. Als einfache Option bleibst du hier in deinem Schritt und öffnest einfach nur deine Beine. Ja? Oder im Jumping Jack. Einmal hier. Hopp. Ein letztes Mal die Seite und dann einmal stopp. Komm zur Mitte, einmal die Beine auslockern, Schultern rollen. Setz die Füße wieder hüftweit auf, nimm deine Hände vor der Brust zusammen und mach einmal einen Schritt im Wechsel nach hinten. Rechts weg an, Schritt tief und hoch. Nach hinten unten, hoch. Richte dich im Brustkorb auf, bring Spannung in den Oberkörper und nimm dein Knie in Richtung Boden. Beim nächsten Mal baust du eine Drehung mit ein, in dein linkes Bein zurück. Und zwar nach rechts. Zurück tief, nach rechts drehen, hoch. Andere Seite. Und nochmal. Links zurück, dreh dich nach rechts. Rechts zurück, dreh dich nach links. Wenn dein linkes Bein das nächste Mal hinten ist, bleib hinten und dreh dich nach rechts. Mach hier kleine Bewegungen. Dann stopp hier einmal, dreh dich zur Mitte, nimm beide Hände nach unten, an die Innenseite von deinem Fuß, mach den Schritt noch ein bisschen größer und wirf mit deiner Hüfte tief. Dann stopp auch hier und jetzt dreh dich nochmal nach rechts auf. Mach dich lang und dreh dich nach unten. Mach dich lang und geh tief. Strecken und nach unten, richte dich auf. Einmal mehr und dann halte hier oben. Halte hier, mach dich lang, zieh den rechten Arm weit nach oben. Dann stopp, nimm die Hand wieder nach unten, hol dir das linke Bein nach vorne, roll dich einmal nach oben, roll dich zurück. Wir machen nochmal einen Schritt nach links tief, hoch, Schritt nach rechts und tief. Wenn du magst, auch hier wieder, bau den Sprung an, hopp. So, letztes Mal pro Seite. Dann komm zur linken Seite, bleib hier unten, wipp dich tief, drück die Hände fest zusammen, wipp dich tief, richte dich auf,
bring Spannung in den Oberkörper. Dann halte tief, bleib tief, drück die Hände zusammen. Dann streck die Beine, lehn dich nach unten, roll mal nach unten, schaukeln lassen. Dann roll dich auf, Schultern zurück, Füße zusammen. Zweite Runde, Jumping Jacks. Einmal hoch, hopp. Mit Zwischenübung, hopp, diagonal, runter, hopp. Lang nach oben, nach unten. Letztes Mal pro Seite. Und einmal stopp. Füße wieder gefaltet, Hände zusammen. Letzte Runde, unsere Lunges. Im Wechsel, links zurück, tief und hoch. Rechts zurück. Versuch mit dem Knie ruhig richtig schön weit in Richtung Boden zu kommen. Und drück deine Hände nochmal fest zusammen. Wir bauen die Drehung mit ein. Wenn dein linkes Bein zurückgeht, dreh dich nach rechts. Und jetzt einmal nach links drehen. Du wärmst damit deine Brustwirbelsäule auf. Bringst ein bisschen Bewegung in deine Brustwirbelsäule. Zurück tief und drehen. Beim nächsten Mal lass dein rechtes Bein hinten, dreh dich nach links. Auch hier dreh dich rein, kleine Bewegung nach hinten. Dann stopp hier, dreh dich nach vorne, beide Hände an die Innenseite von deinem Fuß. Schritt noch ein bisschen größer, wipp dich nach unten. Öffne hier mit deiner Hüfte, halte tief und jetzt dreh dich nochmal auf. Streck dich zur Decke, dreh dich wieder tief. Mach dich lang nach oben. Dreh dich wieder nach unten. Nach oben lang und nach unten. Die letzten zwei. Einmal noch. Dann halte oben. Zieh dich nochmal ein bisschen länger, ein bisschen mehr auseinander. Dann stopp einmal. Nimm die Hand nach unten. Nimm das rechte Bein nach vorne. Roll dich wieder langsam hoch. Zum Schluss die Schultern. Dein Kopf. So. Jetzt bist du bereit für dein Walkbein. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr macht. Bis bald, eure Christine.